wissen das erstmal gar nicht. Ach, ja, vielen Dank. Was wollen Sie denn hier? Sie sind ja wohl nicht auf der Suche nach dem Geiselnehmer. Das überlassen Sie mal schön uns, ja? Und jetzt gehen Sie am besten gleich wieder. Also ehrlich gesagt macht es mich ja schon ein bisschen buschig, wenn Sie sich so wunderbar aufregen. Aber wir sind absolut zufällig hier. Ja, ist klar. Weil Sie unseren Polizeifunk mitgehört haben, oder? Deine Vereinskameraden sollen mir erst mal ihre Waffen geben. Nicht, dass sie auf dumme Gedanken kommt, ja? Machen Sie mal nicht so einen Riesenfass auf. Das ist alles ganz legal. Die Jungs, die haben Waffenschein. Ja, dann zeig mal her. Bitte, gerne. Okay. Und? Sagst du, ganz legal, oder? Und, sind sicher, dass Sie keine Hilfe von uns brauchen? Vielen Dank. So, das war von Abgang. Wir machen das schon, ja? Naja, wie gesagt, wir sind ganz zufällig hier. Ne? Auf Wiedersehen. Komm, wir fahren. Mensch, uns läuft die Zeit davon. Wenn die Typen aus dem Bordell das Paar zuerst erwischen, ja, dann sieht's verdammt schlecht für die aus. Die Leute aus dem Milieu lassen das bestimmt nicht auf sich sitzen, aber noch sind wir im Vorteil, Michael. Wir wissen, dass die beiden gemeinsame Sache machen und wie sie maskiert sind. Ja, soll. Viel ist es nicht. Gerrit, was gibt's Neues? Naja, der Vater ist völlig durch den Wind. Ich habe gerade das Zimmer seines Sohnes durchsucht, aber nichts Brauchbares dabei gefunden. Ich gehe jetzt noch mal rein zu ihm und spreche mit ihm. Okay, mach das. Wir müssen unbedingt rausfinden, wo die beiden hinwollen. Okay? Ciao. Lass es doch mal sehen. Also. Das Bordell ist hier. Ja. Und die Tankstelle ist hier. Das heißt, die beiden sind in Richtung Norden unterwegs. Ja, aber wohin wollen die? Was ist das Ziel? Ich meine, das macht doch keinen Sinn. Die nächste Grenze ist im Süden. Die Kollegen von der Zivilfahndung haben das Fluchtauto gesichtet. Auch die Beschreibung der Insassen passt. Sie sind mit großer Geschwindigkeit auf der B3 Richtung Süden unterwegs. Doch, Richtung Süden. Okay, die Kollegen sollen noch nicht zugreifen, bis wir da sind, ja? Ich geb's weiter. Gleich geht's weiter bei K11. Der Besitzer eines Bordells wird brutal hingerichtet. Der Täter nimmt eine Prostituierte als Geisel und entkommt mit dem Wagen seines Opfers. Er ist in dem Bordell bekannt. Und in letzter Zeit kommt er schon fast täglich. Er ist der Stammfreier von Jesse. Die beiden sind auf jeden Fall ein Pärchen. Die haben uns ganz schön verarscht. Die Fahndung nach den Flüchtigen ergibt einen Treffer. So, Freundchen, Motor aus, rauskommen, Hände aufs Dach, aber flott. Los, umdrehen da! Los, ran! Aber wir haben doch überhaupt nichts gemacht. Scheiße, mit den Perücken, ja? Die lagen auf dem Rücksitz. Wir wollten uns Spaß machen. Wir wollten witzig sein. Das muss ein Missverständnis sein. Ja, klar, ein Missverständnis. Ihr habt den Wagen geklaut. Nee, Quatsch. Wir haben das Teil nur ausgeliehen. Das stand auf dem Parkplatz. Und wir wollten es zurückbringen, ehrlich. Ja, natürlich. Nee, ehrlich, wir wollen es wirklich nicht klauen. Ich meine, der Schlüssel, der hat sogar noch gesteckt. Das flüchtige Pärchen hat das Auto absichtlich auf diesem Kundenparkplatz abgestellt. Die wollten doch, dass der Wagen geklaut wird. Na klar, sonst hätte der Schlüssel doch nicht gesteckt. Ganz schön clever von denen. Und mit Sicherheit haben die sich schon längst ein neues Auto besorgt. Da kannst du fest von ausgehen. Ich werde gleich mal eine Liste anfordern von allen Fahrzeugen, die in den letzten Stunden gestohlen wurden. Und die sind mit Sicherheit jetzt doch in Richtung Norden unterwegs. Hey Gerrit, erzähl, wie war's? Hey, passt auf, es gibt Neuigkeiten. Also, der Vater hat zugegeben, im Besitz einer Waffe zu sein. Aha. Komischerweise ist das Ding verschwunden. Was denn der Waffentyp zur Tatwaffe? Ja, zu einer. Was heißt zu einer? Hier, Sie selbst. Laut Obduktionsbericht wurde auf den Bordellbesitzer zweimal geschossen. Stimmt's? Ja. Ja, aber aus zwei unterschiedlichen Waffentypen. Ja, aber als der Typ mit seiner angeblichen Geisel aus dem Bordell rausgegangen ist, habe ich nur eine bei ihm gesehen. Ja, vielleicht hat er ja eine dagelassen. Wir sollten diesen Puff mal ganz gründlich untersuchen. Ja, jetzt muss ich sagen, ich meine, mich daran erinnern zu können, dass der Typ zwei Waffen hatte. Ach, und das fällt Ihnen jetzt ein. Warum haben Sie das nicht früher gesagt? Oh, mein Gott, ich stand unter Schock. Ich bin doch kein Polizist. Ich konnte doch nicht wissen, dass sowas für Sie wichtig ist. Natürlich ist das für uns wichtig. Ist doch wohl klar. Hat er vielleicht Ihrem Partner die Waffe abgenommen? Oh, nein.
Leo, mein Partner hat mit Waffen nie was am Hut gehabt. Das war nicht sein Ding. Wie sieht's bei Ihnen aus? Haben Sie eine Waffe? Lehnen Sie es von meinen Lippen ab. Nein! Natürlich hat Hagen eine Waffe. Die braucht man doch hier. Ist ja kein Waisenhaus. Das stimmt wohl. Warum schreiben Sie sich das alles auf? Können Sie sich das nicht merken? Nicht besonders helle, oder? Wie man es nimmt, war mal eine andere Frage. Haben Sie und die anderen Mädchen nicht auch eine Waffe? Ja, natürlich nicht. Mhm. Also der Entführer hatte angeblich zwei Waffen. Nee, also ich habe nur eine gesehen. Hm. Okay. Und diese Jessie? Waren Sie mit der befreundet? Nee, nicht wirklich. Ich meine, die ist schon ganz okay. Aber wissen Sie, letztendlich, hier arbeitet jeder für sich. Das ist ein reinstes Konkurrenzgeschäft. Ja, wie so oft. Wer ist denn wieder eigentlich? Die ist die neue. Ersatz für Jessie. The show must go on, wie Leo immer gesagt hat. Mhm. Dieser Leo ist ja ein helles Köpfchen. Sagen Sie mal, leitet der Santer den Laden jetzt alleine? Ja, klar. Hallo. Ist klar. Hey. Ach, okay, das war's erstmal, danke. Danke. Und? Also, wenn du mich fragst, passt da einiges nicht zusammen. Das Mädchen meinte, dieser Santer hat eine Waffe. Das kann ich mir gut vorstellen, aber streitet er ja ab. Naja. Du überleg doch mal, vielleicht will er uns irgendwas verbergen. Das muss nichts mit dem Mord zu tun haben, aber vielleicht will er die Waffe verstecken, weil er damit schon irgendwas gemacht hat. Irgendein Überfall oder Mord, wer weiß. Ja, wer weiß, vielleicht hat er sogar seinen Partner damit erschossen. Wir müssen auf jeden Fall diese Waffe finden, dann kriegen wir das auch raus. Fakt ist, der hat uns angelogen. Ja, und Fakt ist auch, er leitet den Laden jetzt alleine, also wenn das kein Motiv ist. Ja? Hi Alex, du, der Gerrit, der hat was ziemlich Interessantes rausgefunden. Ja, erzähl. Der Vater des Flüchtigen, der hat eine Waldhütte. Und du glaubst, dass das Pärchen jetzt auf dem Weg dorthin sein könnte? Ja, könnte doch sein. Also diese Hütte liegt im Norden, direkt hinter dem Eichsdorfer Feld. Okay, pass auf, dann machen wir das so. Robert fährt zu dieser Hütte und ich behalte den Santa im Auge. Wir glauben nämlich, dass der echt Dreck am Stecken hat. Gefahren. Dann wären wir schon längst am Strand. Nee, ich glaube, dann würden wir jetzt schon am Knast sitzen. Aber nee, wenn sich die ganze Sache ein bisschen beruhigt hat, dann machen wir die Biege Richtung Süden, okay? Ich meine, sonst hätten wir auch gleich zur Polizei rennen können, oder? Ach, und so lange soll ich hier rumhängen? Ja, es tut mir leid, aber das können wir halt nicht ändern. Mal momentan nicht anders. Hey, verschwinden Sie. Was wollen Sie denn hier? Hey, bleib doch ganz ruhig. Ich tue doch keinem was. Mhm. Woher wissen Sie überhaupt, dass wir hier sind? Das hat mir dein Vater gesteckt. Mein Vater? Tja, und ich konnte ihn sogar überzeugen, dass wir uns vielleicht mal hinsetzen sollten und ein bisschen reden. Ja, ja, aber was wollen Sie jetzt hier? Mann, hey, ich will doch nur reden. Hey, wofür ist die Waffe? Ha, ey, die ist doch gar nicht geladen. Hier, guck nach. Guck nach, okay? Was willst du? Jessie, du warst mir immer loyal. Ich habe keinen Bock auf Stress. Vielleicht denkt ihr, ich will Rache haben oder sonst was. Ich will keinen Stress. Das ist eigentlich alles. Ich will nur reden, ne? Der will uns verarschen. Pass auf, Jessie. Ist egal, wann oder wie, wenn du wirklich irgendwann mal Schwierigkeiten hast. Du kannst jederzeit zurückkommen. Meine Tür steht immer offen für dich. Danke, ganz sicher nicht. War das alles? Ja. Hey, deine Waffe. Ach ja. Ey, weißt du was? Hm? Behalt sie doch einfach. Vielleicht könnt ihr sie ja für die Flucht gebrauchen. Okay. Los, die Hände hoch. Hey, ich hab die Hände oben, alles ist gut. Die sind da drin, die haben meinen Partner ermordet. Das sind die, die da drin sind, ehrlich. Sind Sie sich sicher, dass die beiden die Täter sind? Ja, da drin liegt die Waffe, die sieht genauso aus, wie die sie benutzt haben, um meinen Partner zu erschießen. Aha. Hände hoch. Ja, ist ja schon gut. Sehen Sie, genau das ist die Waffe, wovon ich gesprochen habe. Was soll denn das? Wovon redet der Kerl? Wir haben mit der Waffe nichts zu tun. Die hat er uns doch eben zugeschustert. Ach, hör auf rumzulügen hier. Hände hoch! Ja, ist ja schon gut. Das ist keine Lüge. Kann mir mal irgendeiner erklären, was überhaupt los ist? Kein Problem. Herr Santer hat einen Vorwand gesucht, um die Waffe unterzujubeln.
Und mit dieser Waffe wurde Leo Moschner erschossen? Das müssen Sie mir erstmal beweisen. Also ich habe ihn bestimmt nicht erschossen. Ich hab ihm ins Bein geschossen, aber... Aber was? Das war noch nicht mal Absicht. Ist klar, hätte ich auch behauptet. Naja, der Moschner wollte Jesse an der Flucht hindern und... Ja, ich hab einen zweiten Schuss gehört, aber... Na, ich dachte, der gilt uns beiden und dann habe ich voll die Panik geschoben. Die Wahrheit ist, dass sein Partner mit dem zweiten Schuss getötet wurde. Ach. Sie haben ihm mitten ins Herz geschossen, damit sie das Bordell für sich alleine haben. Und danach haben sie versucht, den beiden hier alles in die Schuhe zu schieben. Sind vorläufig festgenommen. Hagen Santer wurde wegen Mordes und falscher Verdächtigung zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Nick Ivan wurde wegen Nötigung, gefährlicher Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. Jessica Wolf wurde wegen Nötigung und Beihilfe zur schweren räuberischen Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Das junge Paar will weiterhin zusammenbleiben. Es plant nach seiner Haftentlassung einen neuen Anfang im Ausland.